Die D-Junioren des TSV Treuenbrietzen streifen künftig neue Trikots mit dem Logo der EMB über ihre Köpfe. Die bisherige Unterstützung der havelländischen Stadtwerke, die zum 1. Oktober mit der EMB verschmolzen sind, wird somit auch symbolisch weitergeführt. Also die EMB ist ja Regionalversorger, die HSW war es vorher auch Regionalversorger. Und ganz wichtig war uns auch, dass wir die Sponsorgeschichten, also die Förderung von Sportvereinen und so weiter, übernehmen. Also da ist die EMB auch bekannt für. Und im vollen Umfang wurde auch bestätigt, dass wir hier weitermachen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit der EMB zusammenarbeiten dürfen. Und ja, wir sind auch sehr stolz darauf, dass die EMB den letzten Vertrag verlängert hat und dass wir hier heute zusammenkommen dürfen und die neuen Trikots übergeben. Also es ist immer auch für die Kinder ein sehr schönes Ereignis und sehr prägendes Ereignis auch. Und es macht uns eigentlich stolz und wir freuen uns, dass wir in der EMB jetzt eigentlich einen sehr zuverlässigen Partner haben, der uns auch für andere Fragen auch offen gegenübersteht. Und ja, in dem Sinne nochmal ein Dankeschön. Mal an die EMB richten. Die Farbe der Trikots hat sich also geändert von grün zu blau. Und auch die neue Ballauffanganlage entstand durch Sponsoring und der tatkräftigen Unterstützung der Vereinsmitglieder. Ziele gibt es immer. Also wir haben natürlich, denkt man ja an die nächsten paar Jahre, wenn man jetzt hier gerade um die Ecke guckt, sieht man unsere Baracke, die steht auch keine 10 Jahre mehr. Also Priorität hat in erster Linie jetzt unser Trainingsfeld, was wir jetzt neu errichten wollen und endlich dann auch im nächsten Jahr, im Frühjahr, denke ich, übergeben für den Trainingsbetrieb. Und dann, denke ich, müssen wir uns der Umkleidegeschichte oder der Umkleidekabinen hier widmen und die dann hoffentlich irgendwie dann sanieren oder mal gucken. Die EMB will auch in Zukunft als aktiver Sponsor an der Seite des Vereins stehen. Verbunden mit der Hoffnung, dass auch immer genügend Mitglieder den Verein aktiv und lebendig halten. Schon die Regionalität, die ist uns ganz wichtig. Und dann auch die Jugend, die muss gefördert werden. Da legen wir großen Wert drauf. Und aus meiner persönlichen Sicht ist es, man muss sich um die Jugend kümmern. Die müssen beschäftigt werden. Die brauchen irgendwo eine Führung, Zusammenhalt. Die Gruppe, das ist wichtig. Das ist einfach Muss. Also den einen oder anderen mehr kann man immer haben. Insbesondere fehlt es uns an Trainern. Es geht jedem zur Verein hier in unserer Region, denke ich mal so. Wir sind gut aufgestellt. Außer die A-Union, also die größten von 16 bis 18, haben wir alle Mannschaften im Spielbetrieb. Und ja, wie gesagt, es kann nur mal nach dem Aufruf starten. Wer Interesse hat an Fußball, ist bei uns gut aufgehoben. Wer Interesse hat, Sportgruppen zu leiten, der ist bei uns auch jederzeit gern gesehen. Die sportliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen muss gefördert werden. Der aktive Spielbetrieb der Mannschaften und auch die Erfolge auf Kreisebene bestätigen ein gutes und aktives Vereinsleben.